Herr Professor Franz, Sie sind Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychoanalytiker und Sie sind heute in Wien, um Ihr neues Buch vorzustellen, Die Beschneidung von Jungen, ein trauriges Vermächtnis. Was motiviert Sie, sich in dieser Thematik zu engagieren? Ja, als Arzt und Psychoanalytiker ist man mit Patienten konfrontiert, die Ängste haben, die an kindheitlichen Belastungen, an Traumata leiden. Und bis vor 15 Jahren war ich relativ naiv, man könnte auch sagen uninformiert, was die leidvollen Folgen der Beschneidung angeht. Und ich wurde von meinen Patienten völlig unerwartet konfrontiert mit schwer erträglichen Geschichten aus der Kindheit. Einer meiner Patienten berichtete mir eine schreckliche Geschichte, die ihm im Alter von 4, 5 Jahren zugestoßen ist. Er wurde damals unter großen Versprechungen zu einem geheimnisvollen Termin gebeten. Sein Vater redete davon, er würde jetzt zum Mann werden und solche Dinge, er würde Geschenke erhalten. Und als es dann dazu kam, wurde er von ihm unbekannten Männern festgehalten. Ihm wurde die Hose heruntergezogen. Einer dieser Männer setzte ein Messer an sein Glied. Es tat weh, es blutete. Und er schilderte, wie er schreiend davonlief aus dieser Situation, von den Männern aber eingeholt und festgehalten wurde. Die Beschneidung wurde gegen seinen Willen mit Gewalt durchgeführt, zu Ende geführt. Während mir mein Patient dies berichtete, traten Schweißperlen auf seine Stirn. Er war nicht mehr in der Lage, Blickkontakt zu halten. Er fing an zu zittern. Also das, was wir als eine dissoziative Reaktualisierung eines traumatischen Erlebnisses bezeichnen, das geschah in dieser diagnostischen Situation. Ich war sehr beeindruckt von dieser Geschichte und damals entschloss ich mich, mich intensiv mit der Thematik der rituellen Zwangsbeschneidung von Jungen auseinanderzusetzen. Faktum ist, dass ja bis heute, also auch in der muslimischen Gemeinde, zahlreiche Jungen ohne Anästhesie beschnitten werden. Das ist richtig. In Deutschland hat sich im Grunde an der Wirklichkeit des Beschneidungsrituals nicht viel geändert. Es gibt weiterhin Komplikationen. Es wird weiterhin häufig ohne jegliche Narkose, ohne jegliche Betäubung geschnitten. Nur ein kleiner Teil der Eltern achtet darauf, dass die Beschneidung vielleicht in einem etwas älteren Alter oder unter chirurgischen Bedingungen durchgeführt wird. In der Mehrzahl der Fälle wird auch in der neugeborenen Beschneidung ohne Narkose, ohne wirksame Schmerzbetäubung diese Zwangsbeschneidung durchgeführt, wobei Beschneidung im Grunde ein Euphemismus ist, also eine Schönfärberei, eine begriffliche Schönfärberei. Es handelt sich im Grunde um die Amputation eines wesentlichen, für die sexuelle Lustempfindung wichtigen Organs. Das heißt, es ist erstens einmal im Augenblick der Beschneidung ein traumatisches Erlebnis, weil es Schmerzen erzeugt, bei Säuglingen ebenso wie bei kleinen Kindern in der muslimischen Glaubensgemeinschaft. Und Sie sagen auch, dass es eben später auch die sexuelle Lust beeinträchtigen kann. Das ist zu wenig bekannt. Also normalerweise herrscht da so die Annahme, dass das spätere Leben gar nicht negativ beeinflusst. Selbst unter chirurgisch korrekten Bedingungen durchgeführte Beschneidungen haben eine Komplikationsrate in Langzeitstudien von 5%. Und hier sind ausschließlich die körperlichen Komplikationen beschrieben, also Vernarbungen, Teilamputationen, Erektionsbehinderte, hindernde Narbenstränge, Residuen durchgemachter Wundheilungsstörungen, Sensibilitätsstörungen. Die Verengung der Harnröhrenöffnung an der Eichel zählt ebenfalls zu einer relativ häufigen Komplikation der Beschneidung. Das heißt, das alles ist nicht so selten. Natürlich
gibt es auch einen großen Teil Beschneidungsbetroffener, die auch in der Kindheit gegen ihren Willen zwangsbeschnitten worden sind, die dann als Erwachsene subjektiv zumindest keine Beschwerden haben. Aber wir wissen von Beschneidungspatienten, die im Erwachsenenalter beschnitten worden sind, dass die Sensibilität der Eichel auch durch den Vorhautverlust deutlich zurückgeht und dass das auch Konsequenzen hat für das Erleben des Geschlechtsverkehrs und der geschlechtlichen Wahrnehmung und Lustmöglichkeit. Ganz abgesehen von den seelischen Aspekten, ja. Wir wissen auch aus empirischen Untersuchungen, dass früh beschnittene Säuglinge ein anderes Trinkverhalten, unter Umständen auch ein anderes Bindungsverhalten in der Interaktion mit den frühen Bezugspersonen zeigen und dass das durch die Beschneidung leidvoll stimulierte Angst- und Schmerzgedächtnis auch noch ein halbes Jahr später beispielsweise mit einem erhöhten Impfstress darauf reagiert. Also Beschnittene, als neugeborene beschnittene Kinder reagieren heftiger und aversiver auf spätere Schmerzreize als unbeschnittene Kinder. Und wenn Kinder noch etwas später beschnitten werden, im Alter von 4, 5, 6 Jahren, da wo sich also die sexuelle Identität konsolidiert, ja, Sigmund Freud hat das die ödipale Phase genannt, wenn in dieser hochsensiblen psychosexuellen Entwicklungsphase ein genitales Trauma gesetzt wird, dann kann das doch sehr starke Kastrationsängste auslösen, bis hinein auch in die Erwachsenenzeit. Und beispielsweise in Situationen, in denen die Männlichkeit wieder in Frage gestellt wird, angstgetriggerte Impulsivität bedingen, aber auch eben körperliche Funktionsstörungen, sexuelle Funktionsstörungen, wie bei dem Patienten, von dem ich Ihnen erzählt habe. Wie weit ist auch das medizinische Fach der Urologie da betroffen? Ja. Weil, also mein Sohn ist wegen Vorhautverengung beschnitten, ja, worden, Phimose. Und ich habe mich der Ärztin vertrauend, habe ich eben das im Alter von 6 oder 7 Jahren durchführen lassen, ja, und habe dann erst später von diesen weitreichenden, ja, Folgen gehört. Und in der Zwischenzeit dann auch erfahren, dass es auch unter den Urologen Fachärzte gibt, die da schneller sind mit der Beschneidung und andere, die auch eine restaurativere Art der Beschneidung, ja, dass eben die Vorhaut erhalten wird, durchführen. Und ich glaube, dass sich das auch in diesem Fachgebiet noch nicht ausreichend durchgesetzt hat und dass man da sehr schnell mit der Beschneidung vorgeht. Ich muss Ihnen leider recht geben. Auch mir sind viele, viele Fälle bekannt, in denen Jungen aufgrund einer völlig normalen physiologischen Phimose im Alter von 4, 5 Jahren beschnitten worden sind. Das ist ein sehr schwieriges Kapitel, das Sie hier ansprechen. Ja, es spielen möglicherweise sogar auch wirtschaftliche Interessen im einen oder anderen Fall eine Rolle. Der Umsatz, der durch Beschneidungen generiert wird, wird in den USA auf einen Umfang von 1 bis 2 Milliarden Dollar geschätzt, in Abhängigkeit davon, ob die Krankenkassen diesen Eingriff finanzieren oder nicht. Und es gibt in der Tat immer wieder leider Beschneidungsinterventionen, die zu früh stattfinden, wo aus einer physiologischen, natürlichen Phimose eine pathologische Phimose gemacht wird. Ja? Bei Neugeborenen, auch bei Kleinkindern bis ins Vorschulalter, ist bei der Mehrheit der Kinder die Vorhaut mit der Eichel verklebt. Diese Verklebung ist völlig normal und löst sich mit der Zeit, etwa um die Pubertät herum, ist bei über 90% der Jungen diese Verklebung zwischen der schützenden Vorhaut und der Eichel gelöst, sodass sich die Vorhaut komplett zurückziehen lässt. Das heißt also, bei einem Jungen von 4, 5, 6, 7 Jahren ist es völlig normal,
wenn die Vorhaut noch ein bisschen mehr oder weniger mit der Eichel verklebt ist. Wenn sich in der Situation ein Arzt oder ein Elternteil entscheidet, mit Kraft oder mit Gewalt die Vorhaut hinter die Eichel zurückzuschieben, dann passiert genau das, wovor sich die Eltern eigentlich fürchten. Dann kann eine Phimose erzeugt werden dadurch, dass die Vorhaut zu schnell, zu stark gedehnt wird und sich Mikrorisse im Gewebe einstellen, sodass sich dann sekundär Vernarbungsprozesse einstellen, die im weiteren Verlauf zu einer Striktur, also zu einer Einengung der Vorhaut führen, die so sonst nicht eingetreten wäre, wenn man die Genitalien in Ruhe gelassen hätte. Von daher, Erwachsene haben an den Genitalien von Kindern nichts zu suchen. Sie gehören nur den Kindern. Man sollte sie in Ruhe reifen lassen. Es gibt allerdings, das sei auch aus medizinischer Sicht gesagt, einen ganz geringen Prozentsatz von Kindern, auch von Jugendlichen, wo die Vorhaut in der Tat eine pathologische Phimose aufweist, zum Beispiel im Zusammenhang mit chronischen Entzündungen oder mit Sklerosierungen, das heißt also, dass begrenzte Autoimmunprozesse in der Vorhaut ablaufen, die dann zu Vernarbungen führen, die dann ihrerseits Risikokonstellationen sind für weitere Erkrankungen des Penis. Und hier ist es dann absolut sinnvoll, eine Intervention unter chirurgisch präzisen Bedingungen vorzunehmen. Das ist richtig. Aber die weit überwiegende Fallzahl der Phimosen ist physiologisch und nicht pathologisch. Das heißt, das Thema ist doch mit seinen weitreichenden Folgen ein unterschätztes Thema in der öffentlichen Meinung. Weil, also das Kölner Urteil ist jetzt 2 Jahre her. Genau. Und in der öffentlichen Debatte hat sich nicht viel geändert. Die Debatte ist noch nicht zur Diskussion gereift. Und unser Buch soll die im Grunde noch ausstehende Diskussion anstoßen, befruchten, auch was die Fakten, die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die empirische Basis angeht. Angst beeinträchtigt unsere Faktenwahrnehmung. Ja? Und wenn wir über ein sehr unangenehmes, ängstigendes Thema aufklärend miteinander sprechen, dann spielt diese Angst immer eine Rolle. Und die zweite große Angst, die die öffentliche Debatte beeinträchtigt, ist die Angst der religiösen Gruppen um ihre Identität, um ihre gruppale Tradition, um ihren Zusammenhalt. Und das ist angesichts der historischen Katastrophen, denen religiöse Gruppen auch immer wieder ausgesetzt gewesen sind, auch ein ganzes Stück weit nachvollziehbar, finde ich persönlich. Diese Ängste müssen ebenfalls in einer respektvoll geführten Diskussion berücksichtigt werden. Aber nicht nur die Beschneidungsbefürworter, sondern auch die Beschneidungskritiker haben Angst. Und zwar ist die Angst der Beschneidungskritiker darin begründet, dass sie die menschenrechtlichen Grundlagen unserer demokratischen Verfassungsstaaten bedroht und in Frage gestellt sehen durch klerikale Machtansprüche, die eigentlich wie aus der Zeit gefallene Relikte wirken, wenn man sich die wissenschaftlichen Grundlagen und Fakten im Zusammenhang mit der Beschneidung anschaut. In Ihrem Buch hat auch Holm Putzke einen Beitrag geschrieben. Er hat sich ja auch damals in der Beschneidungsdebatte anlässlich des Kölner Urteils vehement engagiert. Ja, Holm Putzke ist, man kann sagen, derjenige, der die Kölner Entscheidung ein Stück weit durch seine Arbeit, durch seine wissenschaftliche, juristische Arbeit vorbereitet und angebahnt hat. Er hat schon Jahre im Vorfeld des Kölner Urteils seine juristischen Fach- und Berufskollegen auf die Problematik der Körperverletzung aufmerksam gemacht. Was bis dahin stillschweigend geduldete Praxis war, ist aus juristischer Sicht ganz einfach eine Körperverletzung. Ja? Das ist uns völlig klar und offensichtlich
im Bereich der weiblichen Genitalverstümmelung. Dort wird ja auch ganz pauschal, auch bei den schwächeren Minderformen, von einer Verstümmelung gesprochen. Und hier greift auch die öffentliche staatsanwaltschaftliche Strafverfolgung des entsprechenden Delikts. Und er hat darauf hingewiesen, Herr Kollege Putzke, dass derselbe Tatbestand der Körperverletzung eines hilflosen kleinen Kindes im Rahmen der rituellen Zwangsbeschneidung auch bei den Jungen vorliegt. Ja? Wir haben es hier also im Grunde mit der jetzigen gesetzlichen Reglementierung, mit der Festschreibung der genitalen Diskriminierung von Jungen zu tun. Und es gibt maßgebliche Verfassungsjuristen, auch neben Herrn Putzke, auch andere Juristen, ich nenne hier die Namen Scheinfeld, Herzberg, aber auch Merkel, die dieses höchst widersprüchliche Gesetz unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten als sehr kritisch beurteilen. Holm Putzke vertritt ja auch im Buch die Auffassung, dass quasi der weiblichen Genitalverstümmelung auf diese Weise der Weg wieder geebnet werden könnte. Irmingard Schewe-Gehrig von der Organisation Terre des Femmes oder Marlene Rupprecht, die sich im Deutschen Bundestag sehr für eine kinderschutzgerechte Variante des Beschneidungsgesetzes eingesetzt hat. Diese beiden Frauen befürchten genau das, was sie sagen, dass durch die Hintertür der Erlaubnis der männlichen Beschneidung oder eben Vorhaut, rituellen Vorhautamputation ohne medizinische Indikation wiederum die weibliche Ritualbeschneidung eingeführt werden könnte. Solche Stimmen sind tatsächlich mittlerweile laut geworden. Die Debatte findet ja aktuell in einer Atmosphäre statt, wo eben viele Ängste laut werden. Die Debatte ist sehr emotionalisiert. Auch hier in Wien bei der Pressekonferenz war das zu merken. Warum werden da so starke Emotionen geschürt? Und es ist auch zu beobachten, dass wenige Betroffene offen sagen, dass sie unter der Beschneidung gelitten haben. Also das Ganze ist nach wie vor ein tabuisiertes Thema. Deshalb plädieren die Autorinnen und Autoren des Buches dafür, die Diskussion endlich offen, faktenorientiert, aber im wechselseitigen Respekt zu führen, auch mit den religiösen Gruppierungen, aber eben auch im Hinblick auf die eigentlich betroffenen Kinder. Und um auf diesen Punkt vielleicht noch zu kommen, warum schweigen so viele? Dieser Punkt, dass so viele Betroffene erst jetzt beginnen, sich zu outen, hat ebenfalls viele Ursachen. Zum einen fällt es Männern grundsätzlich etwas schwerer im emotionalen Bereich, über Probleme, über Schwierigkeiten zu sprechen. Darüber hinaus wird durch die Kastrationsandrohung der Beschneidung aber auch eine sehr tiefgreifende Loyalität erzeugt. Und das kritische Reden darüber, was haben mir denn meine Eltern da angetan, fällt genau aus diesen Gründen so schwer. Und hierdurch bedingt entstehen starke Schamgefühle. Kinder sind sehr, sehr treu und halten auch im Bösen oft zu ihren Eltern. Und es entsteht eben eine sehr starke patriarchalisch fundierte Loyalität. Und das zusammen mit dem männlichen Rollenkäfig macht es so unglaublich schwer, von dem mit der Beschneidung verbundenen Leid zu sprechen. Erst recht auch, wenn man von sexuellen Problemen, die man dann im Erwachsenenalter womöglich hat, durch die Desensibilisierung der Eichel, also darüber offen zu reden, ist natürlich dann auch noch schwieriger. Und das beschämt natürlich wirklich viele Männer. Und man kann als Reaktionsbildung auch häufig hören von Männern, die sehr plakativ darauf hinweisen, dass ihre Sexualität in überhaupt keiner Weise beeinträchtigt sei durch die Beschneidung. Im Gegenteil, ja. Ich als Arzt rede natürlich naturgemäß eher mit den Patienten, die nun mal daran leiden und die in erheblicher Weise beeinträchtigt sind. Und das ist Teil meiner beruflichen Realität. Es gibt natürlich auch
Männer, die mit der Beschneidung keinerlei oder kaum Probleme haben. Nachgewiesen ist allerdings, dass mit der Zeit die ungeschützte Eichel, die durch die Vorhaut ungeschützte Eichel, nach und nach an Sensibilität verliert. Das ist ein Prozess, der sich über Jahre und Jahrzehnte erstrecken kann. Und interessanterweise, wenn man die Partnerinnen fragt, ja, und ich finde, Frauen sollten in diesem Thema viel, viel mehr einbezogen werden, sowohl als Mütter als auch als Sexualpartnerinnen. Wenn man die Partnerinnen von beschnittenen Männern befragt, es gibt entsprechende empirische Studien, dann berichten nicht nur die Männer, die beschnittenen Männer, dreimal häufiger über Orgasmus und Sensibilitätsstörungen während des Verkehrs, sondern auch deren Partnerinnen. Von daher ist die Beschneidung, die rituelle Zwangsbeschneidung kleiner Jungen, die sich nicht wehren können, weil sie so schwach sind, nicht nur eine Frage, die Männer interessieren sollte, sondern ich denke auch gerade Frauen sind hier gefragt. Auch sie können davon profitieren, wenn patriarchalische Rituale in Frage gestellt werden. Sie können als Mütter davon profitieren und sie können auch als Sexualpartnerin davon profitieren. Ich meine, wir leben in einer säkulären Demokratie. Sollte der Staat angesichts dieser auf der Hand liegenden juristischen und medizinischen Argumente, also es gibt ja doch immer mehr Experten, die sich zu Wort melden, wäre es dann nicht schon längst an der Zeit, dass da eingegriffen wird? Und warum passiert das nicht? Oder so zögerlich? Es gibt keinen Grund, keinen medizinischen Grund und keinen rationalen Grund dafür, einem gesunden Jungen seine gesunde Vorhaut abzuschneiden. Es handelt sich um eine schwerwiegende Körperverletzung mit möglichen sexuellen, körperlichen und seelischen Langzeitfolgen, zum Teil höchst leidvoller Art. Ich habe Männer getroffen, die aufgrund ihrer Beschneidungsfolgen suizidal gewesen sind. Und insofern ist Ihre Frage natürlich berechtigt. Und deshalb brauchen wir eine interessiertere Öffentlichkeit, die hinschaut. Wie geht es den kleinen Kindern? Was wird mit den kleinen Jungen und Mädchen gemacht? Und wie tut das denen? Ja, wie weh tut das denen? Und was wird langfristig daraus?